Guten Morgen, willkommen zum Gospeloft. Wir sind in einer Serie unter dem Titel Geistliches Wachstum. Wir kommen zum dritten Kapitel und wir wollen es tun in zwei Teilen. Es geht um die Kraft, es zu tun. Es ist vielleicht der wichtigste Punkt in unserem Leben. Wir wissen, dass geistliches Leben wichtig ist, aber wir müssen ja auch wachsen geistlich. Und wir kommen zu einem Punkt, wo wir einfach das Thema, die Taufe des Heiligen Geistes, besprechen müssen. Ich möchte gerne aus Zacharia Kapitel 4 und Vers 6 etwas lesen. Der zweite Teil des Verses. Soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Ja, lass Gott es geschehen. Und dann aus dem dritten Kapitel von Joel, den Propheten, und Vers 1. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter werden weissagen. Eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Zuerst möchte ich etwas sagen über das Bild, das ich aufgehängt habe hinter mir. Es sind Menschen, die auf einer Mauer sitzen. Es sind Menschen, die hatten die Erfahrung, getauft zu sein im Heiligen Geist. Und dann ist das irgendwie in den Hintergrund gekommen und sie wissen heute eigentlich nicht mehr, ob sie wirklich noch getauft sind im Heiligen Geist oder nicht. Denn das, was sie in sich hatten, das Feuer, das brannte, ist irgendwie verlöscht. Und ich möchte heute über dieses Thema etwas sagen, über diese Taufe des Heiligen Geistes. Es gibt hier natürlich verschiedene Meinungen, aber es gibt ja nur eine Wahrheit. Meinungen gibt es tausende, aber Meinungen genügen einfach nicht. Die einen sagen, dass die Wiedergeburt und die Taufe des Heiligen Geistes dasselbe geschehen sei. Ich persönlich, ich sehe es, dass da ein Unterschied zwischen den beiden besteht. Ich möchte aber versuchen, es biblisch zu erklären und nach meiner eigenen Erfahrung hergeben. Das Argument liegt aber nicht in einer Zeitberechnung zwischen den beiden Ereignissen. Die Wiedergeburt ist die Erweckung des Geistes in uns als Resultat einer Bekehrung zu Gott und der Vergebung der Sünden. Die Taufe des Heiligen Geistes geschieht auf verschiedene Weise, Art und Weise. Es kann geschehen durch das Hände auflegen, es kann geschehen, wenn wir einfach das Wort hören, oder es kann auch geschehen, wenn wir einfach Gott danach fragen. Es geht hier um eine Kraft zu erhalten zum Dienst Gottes. Johannes taufte mit Wasser zur Bekehrung und zur Bekehrung der Sünden, und Jesus taufte mit Feuer oder tauft stets mit Feuer. Jesus blies die Jünger an und sagte ihnen, nehmt den Heiligen Geist. Johannes Kapitel 20 und Vers 22 sagt es aus. Und dann etwas später spricht er die 120 Jünger an und sagt ihnen, geht nach Jerusalem oder verlasst Jerusalem nicht, bis der Heilige Geist, das Versprechen, auf euch kommt, also die Erfüllung des Heiligen Geistes. Und da waren die 120 versammelt und sie warteten. Das Ereignis geschah, wir wissen es von der Apostelgeschichte her. Die Taufe des Heiligen Geistes aber ist der Anfang der Gaben des Geistes. Ich möchte hier nicht lange verweilen mit einem Ereignis in der Apostelgeschichte, Kapitel 19 beginnen. Paulus traf einige Brüder in Ephesus und befragte sie. Und hier in Apostelgeschichte 19 und Vers 2, zu denen sprach er, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurden? Und sie sprachen zu ihm, wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und das war 20 Jahre nach der Pfingsterfahrung.
Es waren gläubige Menschen, mit denen Paulus zu tun hatte damals. Aber sie wussten nicht, dass es noch mehr gab als das, was sie erlebt hatten. Es gibt viele gläubige Christen in unserer Zeit, die auch aus verschiedenen Gründen nicht weiterkommen, weil sie es nicht wollen oder weil sie irgendwie enttäuscht sind von dem Missbrauch, den sie gesehen haben auf YouTube oder auf dem Internet irgendwo. Aber hier in Ephesus war der Hunger für mehr einfach da in diesen Jüngern. Der Atheist zum Beispiel, er verleugnet Gott, weil er ihn nicht erfahren hat. Das heißt aber nicht, dass es Gott nicht gibt. Und das Gleiche geschieht mit der Taufe des Heiligen Geistes. Wir können nicht einfach sagen, es gibt es nicht, weil ich es nicht erfahren habe. Wenn ich noch nie Schokolade gegessen habe, kann ich nicht sagen, Schokolade gibt es nicht. Das gibt es. Und diejenigen, die es erfahren haben, die haben gesagt, ja, das schmeckt eigentlich ganz gut. Und das Gleiche mit der Taufe des Heiligen Geistes. John MacArthur zum Beispiel, ein guter Theologe, er hat das nicht erfahren und er predigt dagegen und sagt sogar, es sei vom Teufel. Aber solche Sachen dürfen wir einfach nicht in uns aufnehmen. Einfach, weil es ein anderer Prediger sagt. Und dann kommen wir zur Apostelgeschichte 19, Vers 3. Hier fragt dann der Paulus, worauf seid ihr denn getauft? Und sie antworteten auf die Taufe des Johannes. Und Paulus aber sprach, Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und dem Volk gesagt, sie sollen an den glauben, der nach ihm kommen werde, nämlich Jesus. Diese Menschen waren erlöst von ihren Sünden nach alttestamentarischer Sitte und Buße. Sie klopften an der Stalltüre an. Und ich habe hier eine Zeichnung gemacht mit zwei Stalltüren darauf. Auf der einen Seite, auf der linken Seite, da ist die Stalltüre offen unten. Und auf der rechten Seite ist die Stalltüre offen oben. Oben ist das Symbol des Geistes. Unten ist das Symbol des Wortes. Es gibt Wortchristen. Wort allein, nur Wort, Wort, kein Geist. Die machen die untere Türe auf und sie bücken sich unwahrscheinlich und müssen da unten durch. Es ist unangenehm. Und dann gibt es andere, die lassen die untere Türe zu und öffnen nur die obere Türe. Aber die obere Türe ist ja nur gemacht zum Lüften, nicht zum Ein- und Ausgehen. Und das sind die Christen, die einfach so lüftige, geistliche Sachen haben. Ihre Köpfe, die sind in den Wolken oben. Ohne Wort, nur Geist. Aber wir wollen beide Tore aufmachen. Geist und Wort. Und dann kommen wir irgendwohin miteinander. Now, wir wollen weitermachen aber mit der Apostelgeschichte 19 und jetzt kommen wir zu Vers 5. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und Weissagten. Wir wollen später, im zweiten Teil von Kapitel 3, auf das Zungenreden zurückkommen. Denn es ist etwas Wichtiges und es macht vielen Leuten fast Angst, wenn sie nur das Wort Zungenreden hören. Wenn wir wiedergeboren sind, dann hat sich unser Geist belebt. Aber da ist noch keine Kraft da. Es ist wie Wasser aus dem Brunnen schöpfen. Unten im Brunnen ist das Wasser ganz still. Aber es ist trinkbar. Es ist gutes Wasser. Aber man muss es schöpfen. Mit einem Eimer und einem langen Seil muss man das raufholen. Der Christ, der getauft ist in dem Heiligen Geist, das ist ein Quellenchrist. Er sprudelt.
Und er hat Kraft, weil da fließt ein Fluss. Und wir sehen es unten bei uns am Rhein. Da hat es Kraftwerke. Und es ist die Kraft des Flusses, der die Turbinen antreibt. Und diese Kraft wird verwandelt in Elektrizität. Ganz ähnlich geht es mit der Taufe des Heiligen Geistes. Wenn wir getauft sind mit dem Heiligen Geist, da kommt die Kraft von oben auf uns. Wir werden zum Elektrizitätswerk. Es ist der Beginn der Gaben des Heiligen Geistes. Die Erfüllung des Heiligen Geistes erscheint auch manchmal als ein wiederholter Prozess. Wir werden gefüllt und gefüllt und gefüllt und gefüllt. Und hier habe ich einen Vers aus der Apostelgeschichte 4 und Vers 31. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Ich frage mich, wann war es zum letzten Mal, dass sich die Stätte erbebte, wo wir zusammengekommen sind und einen Gebetsabend zusammen hatten? Vergleichen wir die nächsten Verse von diesem Text, verstehen wir, weil das Beben fehlt bei uns. Sie waren ein Herz und eine Seele da in Kapitel 4. Und das fehlt vielleicht bei uns. Wir sind nicht so ganz ein Herz und eine Seele. Und vielleicht müssen wir daran arbeiten. Es ist wichtig, dass wir immer wieder neu und von Neuem erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, weil es fließt ja aus. Da muss was nachkommen. Der Vergleich zwischen den beiden, haben wir ja gesagt, sei das stille Wasser und das fließende Wasser. Aber eines steht sicher, dass auch der Brunnen Christ, er wird in den Himmel kommen und in das Himmelreich. Weil Jesus hat es an Nikodemus im dritten Kapitel des Johannesevangeliums ganz deutlich gestellt. Wir kommen in den Himmel, weil wir wiedergeboren sind. Der nächste Schritt ist einfach ein Bonus dazu. Es erleichtert auch das Leben für uns und es bringt eine ganz neue Dimension in unser Leben. Es kommt immer wieder die Frage auf, die gleiche wie am Pfingsttag, als Petrus gepredigt hatte. Was sollen wir tun? Ja, sie alle beten, sie loben Gott in ihren Herzen, sie lesen die Bibel, gehen zur Versammlung, hören die Predigten, sie singen. Und der Unterschied kommt erst zum Vorschein, wenn wir eine erlöste Gemeinde oder eine erweckte Gemeinde besuchen. Wiederum, die eine ist wie das stille Brunnenwasser, die andere wie die sprudelnde Quelle. Und wir wissen ja, wohin wir gern gehen möchten, denn wir wollen angesteckt werden von der sprudelnden Quelle. Und hier wird oft eine Gemeinde zerstört und es geschieht zu oft, weil wir nicht einsehen, dass nicht alle alles gleich verstehen oder besser gesagt am gleichen Ort angelangt sind in auf unserer geistlichen Reise. Aber wir müssen uns einfach nicht getrieben lassen durch einen unbelehrbaren Geist. Jedes Argument soll mit dem Wort Gottes begründet werden. Sind wir gegen eine Aussage, so ist die Wahrheit nicht in einem anderen Prediger zu finden, sondern im Wort Gottes allein. Und zwar mit gutem Sinn und im Kontext der Bibel und im Kontext des Themas. Hier gibt Paulus gute Anleitung. Er sagt im Kapitel 8 und Vers 1 im Römerbrief, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Und hier möchte ich einfach ein bisschen verweilen. Wenn dein Bruder und deine Schwester nicht in Zungen redet, schau nicht auf sie herunter. Das hat absolut nichts zu tun mit dem, was sie als Bruder oder als Schwester für dich bedeuten soll. Da ist keine Verdammnis auch auf der anderen Seite. Wenn du nicht in Zungen redest, guck nicht an deinen Bruder herauf und verdamme ihn und sage, er sei ein geistliches Genius oder sowas. Nein, wir müssen lernen, miteinander zu leben und miteinander einander zu verstehen und einander weiterhelfen durch das Wort Gottes. Meine Arbeit ist nicht
zu verdammen, sondern meine Arbeit ist, die Bibel aufzutun. In Christus sein muss auf gesunder Lehre geschehen. Ob wir mit Christus oder ohne ihn gehen wollen, ist unser eigener Entscheid. Wie weit wir mit ihm gehen wollen, ist auch unser eigener Entscheid. Wie schnell wir im Rennen laufen, ist jedermanns eigene Sache. Meine Sorge als Prediger ist, jedem zu helfen, wo auch immer er sich befindet, auf der geistlichen Reise, um den nächsten Schritt zu machen. Paulus ermutigt uns, es als ein Rennen zu betrachten und unser Ziel so hoch als möglich zu setzen. Die Latte muss ganz oben aufgesetzt werden. Und im Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 13 und 14, da steht geschrieben, ich vergesse, was da hinten ist. Das ist Paulus. Und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der hohen Berufung Gottes in Jesus Christus. Setzt die Latte hoch in eurer Berufung. Weil wir mit Menschen zu tun haben, die ein Bedürfnis haben, mit Gott weiterzukommen, müssen wir zuerst ganz ehrlich sein und uns selbst ein bisschen einstufen auf diesem Weg. Wo stehen wir? Wir haben es schon versucht, das letzte Mal. Wir müssen auch gewillt sein, weiterzugehen. Und alles geschieht mit Gebet vor jeder Stufe. Wir können nochmals die Zeichnung des Tempelgrundrisses zu unserer Hilfe nehmen und uns fragen, wie weit will ich in den Tempel hineingehen? Wie gesagt, die einen, die stehen vor dem Tor auf der Treppe und sie gehen nicht hinein. Die einen verweilen ewiglich im Vorhof des Lobs. Und sie wollen nie in den Hof hineingehen, wo früher die Priester waren. Der Hof, der jetzt aufgemacht ist. Und sie wollen auch nicht weitergehen in das Allerheiligste. Da, wo der Vorhang zerrissen ist. Und alle jetzt eingeladen sind, in die Nähe Gottes zu kommen. Aber wie komme ich zu dieser Taufe, ist die Frage. Ja, das Erste, es muss ein Verlangen da sein. Durst kommt nach einer Reihe ohne Wasser in der Wüste. Die Trockenheit wird kommen und es ist gut, uns vorher ein bisschen vorzubereiten. Und hier ein paar Beispiele. Die Taufe des Heiligen Geistes geschieht eigentlich auf verschiedene Arten und Weise. Es bleibt aber der Heilige Geist, der es bewirkt. Das erste Beispiel nehmen wir aus dem 10. Kapitel der Apostelgeschichte, wo der Haushalt von Cornelius erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist. Während der Predigt des Wortes. Kapitel 10, Vers 44 und 46. Während Petrus noch diese Worte predigte, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und dann Vers 46. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Ganz einfach, sie hörten das Wort Gottes. Ich kann mir gut vorstellen, da ist Petrus und er predigt eine Predigt. Er ist voll des Heiligen Geistes. Und plötzlich kommt der Heilige Geist wie eine ansteckende Krankheit oder ein ansteckendes Ding auf diese Menschen zu. Und sie fangen an, Gott zu preisen und Gott zu loben, weil plötzlich verstehen sie, was dieser Mann erzählt. Und sie beginnen in Zungen zu reden und weissagen. Es ist einfach geschehen. Und zu allem waren das nicht mal Juden, es waren Heiden, mit denen es geschah. Dann haben wir am Pfingsttag das Feuer, das wie Zungen auf die Jünger kam und sie mit dem Heiligen Geist erfüllte. Es war ein Zeichen einer einmaligen Begebenheit, denn sie waren alle aus Israel, die sich versammelten und beteten. Das Zeichen konnte gut verstanden werden, denn im Alten Testament sehen wir, wie Gott sich oft durch Feuer zeigte. Und hier ist der Text dazu, und es erschienen Zungen zerteilt wie von Feuer, und er, das ist der Heilige Geist,
setzte sich auf jeden von ihnen und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Der Heilige Geist wurde auch empfangen durch das Auflegen von Händen, zum Beispiel, wie wir es gesehen haben in Kapitel 19 der Apostelgeschichte. Und oft geschieht es einfach mit einem Zeichen der Zungenrede und der Weissagung. Und wir können einfach nicht davon absehen. Es geschah auch, nachdem Philippus in Samaria gepredigt hatte. Die Apostel kamen von Jerusalem und sie legten ihre Hände auf die neuen Bekehrlinge. Und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und es ist in Kapitel 8, Verse 14 bis 17 beschrieben. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie ihnen Petrus und Johannes. Die kamen herab und beteten für sie. Dann, dass sie den Heiligen Geist empfingen, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein auf den Namen des Herrn Jesus getauft. Das ist gleich wie im Kapitel 19 der Apostelgeschichte. Da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie man den Heiligen Geist empfangen kann. Und das finden wir in Lukas Kapitel 11, wo Jesus selbst dieses Thema anspricht. Verse 9 bis 13. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch bietet? Oder der ihm, wenn er um ein Ei fragt, einen Skorpion dafür bietet? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Es braucht Überwindung. Es braucht ein offenes Herz für das Wort des Herrn. Es gibt hier eine große Trennung in der Theologie, wo die einen sagen, es wäre nur für eine kurze Zeit gewesen, um die junge Gemeinde damals im ersten Jahrhundert zu stärken. Wir nennen diese Menschen Cessationists. Sie haben die Gaben und die Taufe des Heiligen Geistes eingestellt. Die anderen glauben, dass es nie aufgehört hätte, wie ich zum Beispiel. Es sind die Kontinuisten, die es fortsetzen. In der Apostelgeschichte Kapitel 2 und Vers 39 steht geschrieben, denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Hier können wir natürlich auch zwei Auslegungen machen, die fern sind. Sind es diejenigen, die noch in der fernen Zukunft dazukommen, wie wir nach 2000 Jahren? Oder ist hier gemeint, die fern sind, fern von Gott? Die Cessationists, die sagen natürlich, es ist diejenigen, die fern von Gott seien. Und die Continuisten, die sagen, ja, es sei jene, die heute noch im 21. Jahrhundert die Taufe des Heiligen Geistes und die Gaben erfahren möchten. Bis dahin ist dann der erste Teil. Geht in euer Kämmerlein und dann betet ihr zu Gott. Und ihr fragt ihn für die Taufe des Heiligen Geistes. Das ist der erste Schritt. Und weil Jesus gesagt hat, er wird euch nicht einen dämonischen Geist geben, sondern er wird euch, oder der Vater wird euch etwas Gutes geben, den Heiligen Geist.
könnt ihr versichert sein, dass keine Dämonen in euch hineinkommen werden. Ja, und dann redet mit eurem Pastor und sagt ihm, ihr möchtet doch gerne die Taufe des Heiligen Geistes erfahren. Dann soll er doch gewillt sein, euch mit euch zu beten und die Hände auflegen und dann den Vater fragen, ob er nicht den Heiligen Geist auf euch senden würde. Vielleicht geschieht es sogar in einer Predigt, wenn ihr das Wort Gottes hört, weil ihr die Ohren aufgemacht habt. Aber eines steht fest, wer sucht, der wird finden. Bis zum nächsten Mal. Amen.